Bemerkungen in Belegen. Herzlich willkommen bei GWS TV, mein Name ist Manfred Stuhldreier. Unser heutiges Thema bei Tipps und Tricks ist Bemerkungen in Belegen. Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie Bemerkungen zu Artikeln, zu Kunden und zu Belegen eingeben und wo diese später wieder erscheinen. Ich befinde mich im Rollencenter von GWS ERP NAV und möchte einmal als Beispiel einen Auftrag erstellen, um Ihnen zu zeigen, wo Bemerkungen überall zum Tragen kommen. Ich gehe dazu ins Vertriebscockpit. Ein Kunde ist gleich ausgewählt, in diesem Falle Atlas Copco. Ich klicke auf Auftrag erstellen. Sie sehen, wenn der Kunde eine Bemerkung hat, hier in diesem Fall Bestandskunde, wird diese sofort angezeigt. Ich bestätige das. Ich bekomme die Baustellenübersicht. Ich nehme einmal das Bauvorhaben Meier, bestätige auch das. Übrigens auch zum Bauvorhaben kann man eine Bemerkung eingeben, die dann bei Auswahl angezeigt werden kann. Jetzt bin ich in der Erfassungsfolge, gebe einfach Bemerkung ein als Referenz, klicke auf OK und bin in dem Auftrag. Nun verwende ich einfach einen Artikel, den ich natürlich vorher vorbereitet habe. Das soll einmal dieser Schraubendreher sein. So, es gibt dazu ein Angebot. Das nehme ich in diesem Falle einmal nicht zur Kenntnis. Gehe mit Abbrechen raus und gebe nur die Menge 1 ein. Wo Sie sehen, ich habe die Spalte Bemerkungen eingefügt und bekomme darin sofort mit einem Häkchen angezeigt, dass dieser Artikel eine Bemerkung enthält. Diese Bemerkung kann ich sichtbar machen, indem ich dann auf Bemerkungen und Texte gehe und dort Artikelbemerkung oder eben mit der Tastenkombination Steuerung Umschalt B diese aufrufe. Dort sehen Sie die von mir eingegebene Bemerkung Schraubendreher mit starkem Griff. So, das soll es einmal nachher in der Auswirkung gewesen sein. Bitte denken Sie daran, diese Bemerkungen haben nichts mit den Notizen zu tun. Hier unten rechts, diese Notizen gehören zum Beleg und können versendet werden. Man kann übrigens auch eine Bemerkung zum Auftrag eingeben. Das ist diese Bemerkung hier. Ich klicke einmal auf Bemerkungen Auftrag und Sie sehen, ich bekomme genauso die Möglichkeit, nach Datum eine Bemerkung einzugeben. Ja, ich könnte jetzt hier erstmal eingeben nach Anruf Herr Meier. Diese Bemerkung gehört zum Beleg und ist natürlich immer wieder aufrufbar. Sie sehen auch, oben rechts in der Infobox Verkaufskopf Details steht ein Ja, wenn eine Bemerkung zum Beleg vorhanden ist. Und bei Bemerkung Verkauf an Debitor steht ebenfalls ein Ja, wenn der Kunde eine spezielle Bemerkung hat. Ich gehe einmal aus dem Beleg raus, lande wieder im Vertriebscockpit. Hier ist übrigens eine gute Stelle, die Bemerkung für den Kunden einzugeben. Wenn ich einmal zu Aktionen gehe, sehen Sie, dort kann ich Bemerkungen Debitor eingeben. Ja, dort steht sie drin, Bestandskunde Herr Meier. Ich gehe einmal auch aus dem Vertriebscockpit heraus, zeige Ihnen einmal die Stelle, wo ich die Bemerkung für den Artikel eingeben kann, gehe auf Artikelinformationen, dort gibt es ebenfalls bei Aktionen Bemerkungen, in diesem Falle für den Artikel. Ich habe jetzt mal irgendeinen Artikel, der vorher dort stand, genommen, aber dort steht einfach drin, dies ist eine Bemerkung. Später, wenn ich mir einmal eine Liste anschaue, zum Beispiel die Liste der Angebote, und ich stehe hier auf einem Angebot, kann ich rechts immer sofort in der Infobox sehen, ob es eine Bemerkung zum Beleg gibt oder eine Bemerkung zum Kunden gibt. Ja, auch die kann ich dann entsprechend direkt aus der Liste aufrufen. Direkt aus der Liste. So, damit kehre ich wieder zurück zum Rollencenter und beende die Demonstration. Ich hoffe, diese Tipps und Tricks-Folge hat Ihnen gefallen. Das Thema dieser Folge kam übrigens von der Firma Heseding aus Lohne. Sollten auch Sie
eine Fragestellung haben, schreiben Sie uns bitte ebenfalls eine Mail an gws-tv@gws.ms. Möchten Sie keine Folge verpassen, denken Sie an den Abonnieren-Button auf YouTube. Und über eine positive Bewertung und Kommentare freuen wir uns natürlich immer.